Hallo. Nein. Nein. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Was willst du hier? Was zum Trinken zum Beispiel. Einen kleinen Schluck zu trinken. Wo kommst du her? Ein schlimmer Platz. Schlimmer als die Hölle. Schlimmer als Gefängnis. Nicht zu trinken. Hast du das? Und wenn ich im Alkohol schwimmen würde, du kriegst keinen Tropfen. Nicht von mir. Das hört sich schlimm an. Das hört sich richtig böse an. Das hört sich an, als ob ich ein Trinker wäre. Denkst du das von mir? Falsch. Ich habe über ein Jahr nichts getrunken. Keinen Tropfen. Nicht einen verdammten Tropfen. Hast du einen Schluck für mich? Ich zahle doch dafür. Ja. 50, 100, 150, 200. Da. 1000 Mark für einen Schluck Schnaps. Ist das kein Geschäft? Apropos Geschäfte, wie geht's deinem Laden? Fleur du Mal. Das hört sich an wie ein Gedicht. Nein, wie ein ganzer Haufen Gedichte. Stimmt's? Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas. Vivre ensemble. Mein Verstand ist noch klar. Ich mache den Vorschlag. Du machst den Laden dicht, holst eine Flasche Schnaps, wir trinken einen und dann gehen wir ins Bett. Was hältst du davon? Wo kommst du her? Und wo hast du das Geld her? Du bist doch nichts dabei, wenn wir ins Bett gehen. Oder? Du bist doch schließlich meine Frau, oder? Gib mir einen Kuss. Lass mich los. Lass mich los und geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wo bin ich denn hergekommen? Das weiß ich nicht. Und das will ich auch nicht wissen. Komisch, eben hast du mich noch gefragt, wo ich herkomme. Woher hast du das Geld? Geld spielt doch keine Rolle. Ich will wissen, woher du so viel Geld hast. Hasso. Hasso macht dich nicht unglücklich. Unglücklich? Wieso? Wenn dir jemand erzählt, Geld mache unglücklich, glaub ihm nicht. Was ist denn das? Was find ich denn da? Ein Freund. Ein kleiner, stiller Freund. Sitzt in der Tasche und sagt kein Wort. Hat man sowas schon gesehen? Magst du auch einen Schluck? Dann gehe ich eben woanders hin. Alleine trinken macht traurig. Und ich will heute lustig sein. Will feiern. Feiern, dass ich der Hölle entronnen bin. Kommst du mit? Darf ich dir was sagen? Du warst eine prima Ehefrau. Was heißt du warst? Bist. Du hast nur einen Fehler. Du trinkst nicht. Wenn du mit mir getrunken hättest, wenigstens manchmal, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Nein. Dann wären wir beide in der Gosse.
Und wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und wenn's in der Gosse ist. Ich gebe es dir. Kommst du mit? Bleib hier, Hasso. Kommst du mit? Wiener, weißt du, wo Hasso ist? Ich habe ihn schon überall gesucht. Er ist mir weggelaufen. Du brauchst nicht weiter zu suchen. Er war eben hier. Er ist betrunken und wirft mir Geld um sich. Und er wird weiter trinken. Geld hat er ja. Und er wird reden. Wann ist er weg von dir? Gerade eben. Geh ihm nach. Lass ihn nicht aus den Augen. Ich fahre gleich los. In einer Stunde bin ich da. Ich gehe in deine Wohnung. Ruf mich doch sofort an, wenn du weißt, wo er ist. Klar? Ja, aber beeil dich. Was für Penner? Seid ihr vielleicht Penner? Sag bloß, was du richtig schluckst. Ihr seid meine Freunde. Meine Freunde sind keine Penner. Meine Freunde sind Herrschaften und Herrschaften. Trinken. Whisky. Wodka. Cognac. Und für die Damen gibt es Champagner. Konstanz, lass den Korkenthal jetzt. Trink mir erst mal. Den ersten Schluck dem edlen Spender. Prost! Aber wie konnte er dir weglaufen? Mein Gott! Ich dachte, er wäre drüber weg. 10 Monate keinen Schluck, da glaubt man doch, jetzt ist es ausgestanden. Es ist nie ausgestanden. Ich konnte ihn doch nicht festbinden, nicht die ganze Zeit. Nein. Das kann man nicht. Ja, wärst du mit rausgekommen? Dann wäre jemand da gewesen, der auf ihn aufpasst. Ich will in diese Sache nicht reingezogen werden. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Es ist mir schon unangenehm genug, dass ich überhaupt davon weiß. Ach. Und auch das habe ich vor Hasso geleugnet. Was? Dass ich weiß, woher er das Geld hat. Wie viel Geld hat er mit? Weißt du das nicht? Ja, woher soll ich das wissen? Wie viel fehlt? Ich sage doch, woher soll ich das wissen? Er wird damit rumschmeißen.
Er wird alle Penner der Stadt freihalten, solange bis kein Pfennig mehr da ist. Ich werde ihn zurückholen. Ich hole ihn zurück. Tu es schnell, ehe die Penner ihn fragen, woher er so viel Geld hat. 50! 100! 150! 200! Ah, wer geht was holen? Ja, ich geh! Dir die Mäuse gibst du immer so nie wieder. Ja. Wenigstens nicht so bald. Also die Schnauze, die Scheiße, ihr Bär! Schurki! Ja? Gehst du? Ja. Was soll ich denn holen? Dann frag doch die anderen. Whisky! Ja, ihr tickt wohl nicht richtig. Für 200 Eier kriegen wir 10 Pullen Whisky. Wenn wir Korn trinken, haben wir 20. Ich will Champagner. Ja, die Schnauze, Whisky. Wollt ihr 20 Flaschen Whisky? Ja. Ihr? Ja. Also gut, nochmal 50, 100, 150, nochmal 200. Da, hol 20 Flaschen ja, Whisky. Ja, das ist hustet und weil sag mal, hast du in der Bank geknackt? Kumpel! Kumpel! Lass einen Schluck trinken, Kumpel! Er mag's nicht. Der Idiot. Scheint eine größere Party gewesen. Moin, die Herren. Moin. Moin. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Wer hat den Mann gefunden? Eine Frau. Um 7.30 Uhr war es. Sie kam zu uns aufs Revier und hat es gemeldet. Ich bin mit ihr hierher und dann habe ich sie angerufen. Haben Sie ihn durchsucht? Papiere und so? Nichts. Keine Papiere, kein Geld, keine Uhr, absolut nichts. Der Mann scheint ausgeraubt worden zu sein. Vielleicht hat er nichts gehabt. Ist Ihnen sonst was aufgefallen? Ja, Herr Kommissar. Hören Sie auf, im Titel, ich heiße Köster. Hier lungern sonst nur Wermutbrüder rum. Sie schlafen hier jede Nacht. Heute ist keiner da. Kennen Sie die Leute? Einige von ihnen. Das hier ist Ihr Stammplatz. Mit Namen? Ja, Sie gehören ja sozusagen zu unserer Inspektion. Dann machen Sie mal eine Liste von den Leuten und wenn Sie jemanden aufgreifen, bringen Sie zu mir. Ja, Herr Kommissar. Ja, es ist gut. Ja. Na, Herr Doktor, was ist's? Schädelbruch, erschlagen. Wahrscheinlich mit dieser Flasche hier. Gestatten Sie mal bitte. Ja,
Ihr Name? Kein Schluck Bier. Nein. Ja, wenigstens Wasser. Nein. Ich hab so einen Brand. Ich hab Sie nach Ihrem Namen gefragt. Wenn ich zu trinken kriege, sag ich auch nicht. Aber das werden wir ja sehen. Was Sie mit uns machen, ist Freiheitsberaubung. Wo haben Sie das Geld her? Wir. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir. Wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Bier. Nein, nicht Bier. Mord. Also. Ich kann nicht sprechen. Meine Schnauze fühlt sich an wie ein altes Plüschsofa. Da reißen Sie doch mal Ihr altes Plüschsofa auf. Wenn uns das gefällt, was da rauskommt, kriegen Sie ein Bier. Also. Wo ist das Geld her? Von Hasso Sandner. 160 Mark? Nee, 200. 40 Jahre versoffen am Großmarkt. Hat Sandner Ihnen die 200 Mark geschenkt? Ja, einfach so. Ach, und den anderen hat er auch jeweils 200 Mark geschenkt, einfach so. Ja, er hat ein Bündel 50 rausgenommen und hat sie verteilt. Dem ein und dem ein. Immer rum, bis nicht mehr da war. Komisch, nicht? Ja. Also mir ist sowas noch nie passiert. Und mir ist der Abend auch zum ersten Mal. Herr Klaster, der Chef will Sie sprechen. Mir scheint was anderes viel plausibler. Sandner hat Whisky ausgegeben. Hat einen von euch dann nochmal losgeschickt, neuen zu kaufen. Hat bei der Gelegenheit ein Bündel Geldscheine aus der Tasche gezogen. Und euch so auf die Idee gebracht. Was für eine Idee? Ihm den Schädel einzuschlagen und euch das Geld zu teilen. Klingt doch sehr vernünftig, oder? War aber nicht so. Könnte aber so gewesen sein. Wahrscheinlich war es auch gar nicht ausgemacht, aber einer von euch hat ihn erschlagen. Dann habt ihr euch das Geld geteilt. Also, wer war der eine? Kann ich? Vielleicht fällt es mir dann ein. Wir haben nicht erschlagen. Keiner von uns. Heimann? Was? Ja, danke, ich sag's Ihnen. Das Merkwürdige ist, alle sagen dasselbe. Sandner ist nach einem Jahr Abwesenheit plötzlich wieder aufgetaucht, hat in den Isarhorn in Gelage gegeben, hat Geld verteilt und im Morgengrauen ist man dann zum Großmarkt gezogen, weil dort die Kneipen schon auf sind. Und Sandner ist nicht mit zum Großmarkt? Nein. Alle erzählen von einem Mann, der während der Nacht immer vorbeigegangen ist und den Sandner mehrfach aufgefordert hat, mitzutrinken. Na bitte, da haben wir ihn. Wen? Wen, Köster, stellen Sie doch nicht so dumm an. Den großen Unbekannten natürlich. Ja, ja. Und mit dem soll Sandner sich dann zuletzt unterhalten haben, als die anderen schon aufbrachen. Glauben Sie denn das? Die Leute waren nicht mehr nüchtern genug, um sich eine übereinstimmende Geschichte auszudenken. Vergessen Sie nicht, diese Leute vertragen eine ganze Menge. Nein. Trinker in dem Zustand vertragen nicht mehr viel. Die Leber baut den Alkohol nicht mehr ab. Köster, woher wissen Sie denn das so genau? Ich habe auch nicht über Mineralwasser getrunken. Na ja, nun wollen wir die Scherze mal beiseite lassen. Also, was wollen Sie nun tun? Drei Fragen klären. Wo war Sandner während des letzten Jahres? Wo hatte das Geld her und warum hat es verschenkt? Mein lieber Heimann, Sie sind aber früh dran. In der Akte steht doch, Sandner war geschieden. Ja, und? Das stimmt aber nicht, er hat wieder geheiratet. Moment mal, wer hat wen geheiratet? Vielleicht darf ich das auch mal erfahren. Hasso Sandner. Und zwar dieselbe Frau wie beim ersten Mal. Guten Tag. Grüß Gott. Vielen Dank. Kann ich Ihnen helfen? Frau Sandner? Ja. Wir möchten Ihren Mann sprechen. Worum handelt es sich? Ist er da? Nein. Wo können wir ihn erreichen? Oh, das weiß ich nicht. Das ist aber merkwürdig. Was? Dass seine Frau nicht weiß, wo ihr Mann steckt. Es bleibt Ihnen unbenommen, das merkwürdig zu finden. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?
hat er wieder angestellt. Wie kommen Sie darauf, dass er was angestellt haben könnte? Bitte lassen Sie doch das. Mein Mann ist Alkoholiker, das wissen Sie wahrscheinlich so gut wie ich. Er ist das, was Sie einen Landstreicher oder Stadtstreicher nennen. Vor einem Jahr ist er von hier verschwunden. Was heißt verschwunden? Ich habe ihn rausgeworfen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was ist mit ihm? Ist er wieder aufgetaucht? Ja. Frau Sandner, können Sie uns ein bisschen was von ihm erzählen? Wozu? Was ist er vom Beruf? Er hat mal Grafiker gelernt, aber das ist lange her. Die letzten 8 Jahre hat er rumgejobbt. Mal dies, mal das, eine Woche, 2 Wochen, wenn's hochkam. Dann ist er wieder rausgeflogen. Oder einfach nicht mehr hingegangen. Deshalb. Ja, deshalb haben Sie sich von ihm scheiden lassen? Ja. Und warum haben Sie ihn wieder geheiratet? Warum? Weil ich sentimental bin. Weil er mich braucht. Und weil ich ihn liebe. Trotz allem Liebe. Er hat sich während des letzten Jahres nie bei Ihnen gemeldet. Kein Anruf, kein Brief. Nichts. Ja, warum haben Sie dann keine Vermisstenanzeige aufgegeben? Ich hatte ihn doch selbst rausgeworfen. Ich habe ihm ja gesagt, er soll sich nicht mehr blicken lassen. Was kostet das hier? 125 Mark. Das nehme ich. Darf ich es einpacken? Nein, danke. Zwei, drei. 4, 5, 6, 7. Ja. Dankeschön. Auch. Wiederschauen. Wiedersehen. Komm raus. Vielen Dank für die Auskunft. Ja, wo ist mein Mann jetzt? In der Gerichtsmedizin. Kann ich ihn sehen? Man wird Sie benachrichtigen, Frau Sandner. Witwe! Bitte? Witwe, sagt man, ja, wenn der Mann tot ist. Also ist der Mann auch schnell. Was für ein Mann? Den mit den Blumen, los. Stell dich doch nicht so an. Kriminalpolizei, wir möchten Sie mal kurz sprechen. Was soll das? Was wollen Sie von uns? Ja, das möchte ich Sie auch fragen. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben doch eben 57 Markscheine herausbekommen in dem Blumengeschäft. Ja? Und? Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir das Geld kurzfristig beschlagnahmen. Es hat möglicherweise mit einem Verbrechen zu tun. Interessiert mich überhaupt nicht. Gib mal einen Quittungsblock. Das ist mein Geld. Sie haben doch selbst gesehen, dass ich es auf einen 500er rausbekommen habe. Der stammt aus keinem Verbrechen, der stammt aus meiner Bank, wenn Sie es genau wissen wollen. Es geht doch nur um die 57 Markscheine, die Sie in dem Blumengeschäft herausbekommen haben. Mit einem Verbrechen haben Sie nicht das Geringste zu tun. Ich werde mich trotzdem beschweren. Das ist Ihr Recht. Lass dir das nicht gefallen, Harry. Das ist Straßenrat. Wie ist Ihr Name, bitte? Von Pattenberg. Von Pattenberg. Köster, erstes Kommissariat. Was? Heiße Köster für Ihre Beschwerde. Und das ist die Quittung über 350 Mark. Wiederschauen, Herr von Pattenberg. Ja? Na, endlich. Kann ich Hasso sprechen? Er ist nicht da. Was heißt, er ist nicht da? Du bist doch gestern losgegangen, um ihn zurückzuholen. Er war mit diesen Pennern zusammen. Sie haben die ganze Nacht gesoffen. Wie soll ich ihn denn da rausholen? Ich konnte auch vor diesen Leuten keine Szene machen. Du weißt besser als ich, wie Hasso ist, wenn er getrunken hat. Du bist einfach zurückgefahren? Ich habe bis morgens um 2 Uhr gewartet. Dann war ich es leid. Wo gewartet?
In den Isarauen? Nein, an der Straße. Du warst gar nicht bei ihm, hast nicht mit ihm gesprochen. Ich bin 2 oder 3 Mal vorbeigegangen. Er hat mir betrunken nachgegrölt, ich solle mit ihm saufen. Warum hast du es nicht getan? Ja, bist du verrückt? Ein Mann wie ich setzt sich doch nicht zu diesen Pennern und säuft mit ihnen. Was Auffälliges gibt's ja wohl nicht. Hasso ist tot. Ermordet. Marie! Sie sehen, es handelt sich lediglich um ein paar Haare des Pelzkragens, an denen sich der Unterschied zur echten Note feststellen lässt. Alles andere, insbesondere die Wasserzeichen, sind so vorzüglich nachgemacht, wie es nach der Währungsreform noch nie bei einer deutschen Banknote gelungen ist. Danke, Gernot. Wie Ihnen Herr Gernot eben gezeigt hat, handelt es sich um ganz ausgezeichnete Fälschungen, die wirklich nur von Experten zu erkennen sind. Woran haben Sie eigentlich erkannt, dass es sich um Falschgeld handelt? Am Verhalten des Fälschers. Ja, natürlich. Das heißt also, dass Sie den Fälscher kennen? Nicht sehr gut, er ist tot. Ich glaube, es ist das Beste, wenn Sie uns den ganzen Fall von Anfang an und im Detail schildern, damit das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen durchführen kann. Ich schicke Ihnen einen schriftlichen Bericht. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir den sofort haben könnten. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Haben Sie eine Ahnung, wie die Leute das Falschgeld in Umlauf gesetzt haben? Eine Methode ist natürlich das Ausland. Die gefälschten Banknoten werden bei ausländischen Banken in Devisen umgetauscht. Im Inland nun Spielbanken und mehr noch Pferderennplätze sind ein beliebter Umschlagplatz. An den Totalisatoren herrscht kurz vor dem Rennen ein großer Andrang. Das Personal ist nicht in der Lage, die eingezahlten Scheine zu prüfen. Der Fälscher setzt also hohe Summen, zumeist auf alle Pferde, sodass er gewinnen muss. Und bekommt dann den Gewinn in Scheinen ausgezahlt, von denen nur noch ein minimaler Prozentsatz aus seinem eigenen Falschgeld besteht. Das ist ganz clever. Haben Sie schon, bevor ich hierher kam, falsche 50-Mark-Scheine registriert? Ja, und zwar ausschließlich hier im süddeutschen Raum. Noch eine Frage. Die Scheine sahen nicht neu aus, die waren so abgenutzt. Wie machen die das? Die Fälscher haben in solchen Fällen Maschinen, die die Noten zerknittern und verschmutzen. Das Gegenteil von Waschmaschinen. So könnte man es nennen. Meine Herren, ich danke Ihnen schön. Einen Moment noch, Herr Köster. Ich entnehme Ihren Fragen, dass Sie den Fall weiterverfolgen wollen. Ja. Ich muss Sie leider darauf aufmerksam machen, dass Falschmünzerei ausschließlich unsere Sache ist. Ich suche ja keinen Falschmünzer, ich suche einen Mörder. Mahlzeit, ja. Also, Jungs, ich lasse euch raus. Und auf Sie, gnädige Frau. Unter einer Bedingung. Was habe ich gesagt? So blöd ist die Polente ja nicht. Moment, unter einer Bedingung. Ihr sucht mir den Kerl, der vorgestern Nacht in den Isarauen rumgelaufen ist. So, mein Augenblick. Wer von euch würde ihn denn wiedererkennen? Wiedererkennen würde ich natürlich. Na also, wir geben euch ein paar anständige Klamotten, damit ihr nicht aussieht wie Schauspieler. Und dann geht ihr, jeder mit einem Kriminalbeamten, auf die bayerischen Rennplätze. Wir glauben nämlich, dass der Mann ein Pferdenarr ist. Sie wär's mit ein bisschen Wettgeld? Wozu? Na, Wettgeld. So langweilig am Rennplatz rumzuhängen und nicht eine Wette platzieren zu können. Der Mann, den ihr sucht, der hat Wettgeld. Jede Menge. Vielleicht gibt euch ein bisschen was davon ab. Hier kaufen. Was sind denn die? Aus Seide. Ist hübsch. Wer macht denn sowas? Chinesen. Was kosten die? 25 Mark.
Okay. Können Sie mir nicht in 50 herausgeben? Nein. Aber Sie kriegen wieder welche rein, was? Das verstehe ich nicht. Da können wir mal nach hinten gehen. Ich glaube, das wird eine längere Unterhaltung. Bitte sehr. Also, bitte? Können wir uns nicht setzen? Ja, bitte. Ich frage Sie heute noch einmal. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Vorgestern Nachmittag. Warum haben Sie denn gelogen? Ich habe mich geschämt. Was hat er von Ihnen gewollt? Ich sollte mit ihm trinken gehen. Und Sie sind nicht mitgegangen? Nein. Das Geld hat er Ihnen vorher gegeben? Er hat es da auf den Schreibtisch geworfen und Schnaps dafür verlangt. Wie viel waren das? 1000 Mark. Lauter 50er? Ja. Woher wissen Sie das? Er hat auch an die Wermutbrüder lauter 50er verteilt. Haben Sie nicht gefragt, woher er das Geld hat? Ja, aber er hat es mir nicht gesagt. Ist Ihnen nicht der Verdacht gekommen, es könnte gestohlen sein? Doch, doch. Es war aber nicht gestohlen. Es ist Falschgeld. 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 Und dafür hat man ihn erschlagen. Nicht dafür, deswegen. Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube, dass er zu einer Bande von Falschmünzern gehörte. Dass diese Leute ihn umgebracht haben. Ja, aber warum? Er hat mit Geld rumgeworfen. Und ein Alkoholiker ist ein Sicherheitsrisiko. Rembrandt, die Kreuzigung. Sehr schön. Ein Geschenk? Eine Kopie. Mein Mann hat sie gemacht. Oder soll ich sagen, eine Fälschung? Das wollten Sie doch hören, oder? Ihr Mann hat das gemacht? Ja. Toll. Wann hat er das gemacht? Bevor er zu trinken anfing. Später haben seine Hände nicht mehr mitgespielt. Als er die Platten für die Banknoten graviert hat, schienen seine Hände wieder ruhiger geworden zu sein. Er hat jedenfalls großartige Arbeit geleistet, sagten mir die Experten. Warum ist er dann umgebracht worden, wenn er so gut war? Die Prägeplatten waren fertig. Und er war unvorsichtig mit dem Geld. Alkoholiker. Frau Sandner, haben Sie eine Idee, wo die Fälscher sein könnten? Nein. Das sind die Mörder Ihres Mannes. Ich wünschte, ich würde sie kennen. Na, nichts? Nicht. Toll, wa?
Was gibt's? Darf ich einsteigen? Warum? Ich bin ein Freund von Hasso Sandner. Mann, hauen Sie ab! Was soll denn das? Da vorne steht Polizei. Entweder sie nehmen mich mit, oder... Oder was? Oder ich verhelfe den Bullen zu einem guten Fang. Na? Du verstehst vieles nicht. Das stimmt. Es gibt eine Menge, die an Alkoholikern hängen. Du meinst, manche Frauen sind Masochistinnen? Nein, Mütter. Der Alkohol macht aus Männern Kinder. Sie geben an wie Kinder, sind hilflos wie Kinder, prügeln sich wie Kinder und weinen wie Kinder. Außerdem sind sie hinter der Flasche her wie Kinder. Ein gutes Wirkungsfeld für Mütter. Aber sie hat sich doch scheiden lassen. Andere Mütter strafen ihre Kinder auch. Sie hat ihn rausgeworfen. Damit er wiederkommt, ist doch klar. Wo ist denn da die Logik? Das verstehe ich nicht. Und dabei ist es so einfach, wenn man es mal begriffen hat. Nein, die Liebe ist nie einfach. Ja, die Liebe ist hart. Die Frau weiß mehr, als sie sagt. Hast du schon irgendwann einmal alles gesagt, was du weißt? Weißt du, heute bist du aber besonders schwierig. Sie ist vielleicht oft verletzt worden. Da hat sie eine harte Schale entwickelt. Du sagst, sie liebt ihn und ich glaube, sie weiß etwas über die Leute, die ihn umgebracht haben. Da wäre es doch logisch, auch für eine Frau, dass sie uns hilft. Vielleicht glaubt sie denn nicht, dass die Fälscher auch die Mörder sind. Wer sonst? Na, die Wermutbrüder. Einer von ihnen ist euch doch ausgerückt. Ich glaube eher aus Durst als aus Angst. Du fängst an. Köste. Wo? Ja, ich komme. Was ist? Er ist tot. Wer? Der Wermutbruder, von dem du gerade gesprochen hast. Ist erschossen worden. Kopfschuss aus sehr kurzer Distanz, circa 50 Zentimeter. Danke. Wer hat ihn gefunden? Die beiden. Wir sind mit unserem Hund spazieren gegangen, das machen wir jeden Abend. Da drüben auf dem Weg waren wir, da ist mein Hund hier rübergelaufen und hat ein Wild aufgespürt. Ich habe ihn zurückgerufen, er ist aber nicht gekommen und hat immer nur weitergebellt. Ja, da sind wir hier rübergegangen und da lag der Mann. Wir haben dann gleich die Polizei angerufen. Haben Sie einen Schuss gehört? Nein. Danke Ihnen schön. Ja, können wir jetzt gehen? Ja, Moment. Haben Sie die Aussage protokolliert? Nein. Dann bitte jetzt, ja? Kommst du bitte mit? Komm. Das ist schön. Spuren? Schleifspuren, Reifenspuren. Wahrscheinlich ist er woanders erschossen und dann hierher gebracht worden. Ja. Ich werde mir den Platz noch mal bei Tageslicht anschauen. Ja, tu das. Der arme Kerl, es tut mir leid. Bloß besser aufgepasst hätte. Niemand ist vollkommen. Kannten Sie George Altmann? Ja. Er war ein Saufkumpan meines Mannes. Auch einer, den der Alkohol aus der Bahn geworfen hat. Wieso kannten? Ist er... Ja, er ist tot.
Erschossen. Wahrscheinlich von denselben Tätern, die auch ihren Mann auf dem Gewissen haben. Sehen Sie, was das für Leute sind. Wer zu viel weiß, wird umgelegt. Sie wissen auch zu viel. Garantieren Sie mir Straffreiheit, wenn ich Ihnen helfe. Warum? Haben Sie was auf dem Kerbholz? Nein. Das heißt ja. Wenn Sie mir helfen, versuche ich Sie da rauszuhalten. Wenn es noch geht. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Wozu? Zum Nachdenken. Gut. Ich warte in der Kneipe da drüben an der Ecke. Wissen Sie, Hasso war schon sehr betrunken. Deshalb weiß ich nicht, was an seinem Gerede dran war. Er hat von einem Bauernhof erzählt, in der Gegend von Wasserburg. Er sagte, da war er das letzte Jahr. Er wollte, dass ich zu ihm komme und mit ihm da lebe. Deshalb hat er mir den Weg beschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich mich noch richtig erinnere. Was hat er denn von den Fälschern erzählt? Er hat nur von einem gesprochen. Von Toni. Toni Wiener. Mit dem er zusammen auf dem Hof lebt. Toni ist nett, hat er gesagt. Er hat nichts dagegen, wenn du bei uns bleiben willst. Geld, hat er gesagt, habe ich so viel ich will. Ich verdiene es. Mit meiner Hände Arbeit, hat er gesagt. Und mir seine Hände dabei hingehalten. Da habe ich gesehen, dass seine Fingerkuppen schwarz und verätzt waren. Und da, ja, da habe ich geahnt, was er macht. Verstehen Sie was von Kupferstecherei? Ich habe ihm früher oft genug dabei zugesehen. Er hatte die schönsten Hände, die ich je an einem Mann gesehen habe. Und er war so voller Zärtlichkeit. Er liebte die alten Meister. Damit fing es an. Dürer, mehr als irgendeinen anderen. Kennen Sie Adam und Eva? Oder Ritter, Tod und Teufel? Melancholie? Hieronymus im Geröß? Da saß er davor. Tagelang. Und eines Tages hat er angefangen, die Stiche nachzumachen. Ohne irgendeine Absicht. Er wollte einfach wissen, ob er es konnte. So fing es jedenfalls an. Dann, später, hat jemand seine Fähigkeiten entdeckt und benutzt. Dann begannen die Bildfälschungen und dann... Er hat sich geschämt, dass er sein Talent so verhökert hat. Tief geschämt. Und dann kam der Suff. Sie konnten ihn also nicht vom Fälschen abhalten? Nein. Ja, sind Sie denn nicht auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen? Sie mussten doch wissen, dass Sie sich mit strafbar machen, wenn Sie das verschweigen. Fahren Sie langsam, ich glaube, wir sind gleich da. Ja, da hinten, der Hof mit dem Turm. Das muss es sein, genauso hat er es mir beschrieben. Ja, ja, das ist es. Wir steigen besser hier aus, kommen Sie.
Lauf doch! Mensch, pass doch auf! Mit dem Polizisten machen? Das ist mir doch egal, was mit dem passiert. Dein Gepäck! Die echten Scheine, die ich schon umgetauscht habe. 800.000 Mark. Ganz schönes Stadtkapital, was? Die können wir ohne jedes Risiko ausgeben. Steig schon ein, ich hole nur kurz meinen Mantel. Okay, wir können. Nein. Wir können nicht. Bist du verrückt geworden? Du hast Hasso umgebracht. Wie ein Stück Vieh erschlagen. Warum hast du das getan? Tu die Pistole weg. Warum? Bist du wahnsinnig? Ja, das Ganze war Wahnsinn. Aber jetzt mache ich dem Wahnsinn ein Ende. Marie!
eine Party feiern. Hier stinkt's drin, lass mich raus. Da vorne ist einer erschossen worden. Was schon wieder? Suchen Sie mich? Ich wollte Sie befreien. Wo kommen Sie denn her? Der kommt aus München. Was waren das für Schüsse eben? Ich habe ihn erschossen. Was, wen? Wiener? Er hat mich mit der Pistole bedroht, nachdem er sie niedergeschlagen und da reingeworfen hat. Er hat mich gezwungen, ihm beim Verladen des Geldes zu helfen. Danach wollte er mich umbringen. Was, Sie auch? Umbringen und Sie auch. Das hat er gesagt. Das ist dasselbe Kaliber, mit dem George Altmann erschossen wurde. Er hatte die Pistole im Hosenbund stecken. Als er mir beim Verladen zu nahe kam, da habe ich danach gegriffen und da habe ich abgedrückt. Ja, kommen Sie mal mit. War das also Notwehr? Mensch, Heimann, dafür muss eine alte Frau lange stricken. Bitte steigen Sie ein. Nehmen Sie mich mit zu meinem Wagen. Der steht gleich hinter Ihrem. Ja. Ich sag Ihnen gleich den Kollegen Bescheid. Sicher, sicher. Halten Sie noch mal an. Was ist denn? Wir haben was vergessen. Ich habe Hasso geliebt, das weißt du. Trotz allem, was war, ich habe ihn geliebt. Ja. Ich habe ihn erschossen, weil er Hasso umgebracht hat. Das Geld war nicht der Grund.